Ciao, Scimmiottola. Come va? Dass Chiara ohne Hilfe mit ihrem Bruder Luca telefonieren kann, war nicht immer so. Chiara, my sister was born with a cerebral palsy and because of that she has a motor and cognitive impairments, meaning that for example she cannot use her hands or go around. And the tablet for her was a big game changer because for example it gave her access to communication. Zugänglichkeit ist für viele Menschen mit Behinderung oft eine Herausforderung. Barrieren gehören für sie zum Alltag. Doch technologischer Fortschritt kann diese Hindernisse abbauen und eine inklusive Gesellschaft fördern. Google hat Barrierefreiheit fest in seiner Mission verankert, mit dem Ziel, die Informationen der Welt zu organisieren und für alle zugänglich und nutzbar zu machen. Ein Ziel, das erst dann erreicht ist, wenn wirklich alle Menschen uneingeschränkt Zugang haben. Auch in der Schweiz ist Barrierefreiheit ein wichtiges Thema und aktuell präsenter denn je. Zumindest zeigen das die Google-Trenddaten für die Schweiz. Nach dem Begriff Barrierefreiheit wird häufiger gesucht als je zuvor. Was könnte der Grund dafür sein? Anlässlich des 20-jährigen Geburtstages von Google Schweiz wollten wir wissen, was bewegt die Schweiz? Das ist die Geschichte hinter den Suchtrends. Das ist Luca Randazzo, Gründer von Hacker Health. It looks like the topic of accessibility in Switzerland is gaining interest, especially in recent times, might be maybe because of last year's election, I would guess. Tatsächlich sind seit 2023 mit Christian Lohr, Philipp Kutter und Islam Aliyai erstmals so viele Menschen mit sichtbaren Behinderungen im Parlament wie noch nie zuvor. Für Luca ein erfreuliches Ergebnis. Durch die Behinderung von seiner Schwester Chiara kam die Familie früh mit dem Thema Barrierefreiheit in Berührung, lernte jedoch optimistisch zu denken. My parents always had this can-do attitude. I remember my father was the first one was disassembling children's toys, cars, and putting them on chairs, and he was the one who built her first electric wheelchair for her to go around. Inspiriert durch seine Eltern entschloss Luca, dass auch er etwas erschaffen wollte, das seiner Schwester im Alltag hilft. I started working on an elbow exoskeleton. It's like a robotic arm that can move you. And in my mind, it was if you fix function, disability will disappear. However, when this prototype started working, I realized we can do this, but still you need a lot of assistance to put it on. It's disability is not over. While speaking with her, what she told me really changed my perception on this approach to disability. The main value that she perceived was not the function, but the fact that she worked on a project. She felt empowered to work together with me. So Aga Health was born in my mind. At that moment, I really wanted to replicate this beautiful experience of working together and developing together by empowering people who have different kind of abilities. Hacker Health ist eine Gemeinschaft, welche die Entwicklung von personalisierten Lösungen für Menschen mit Beeinträchtigungen unterstützt, um deren tägliches Leben zu erleichtern. In den jährlich stattfindenden Hackathons soll innerhalb von 2-3 Tagen eine Lösung für ein konkretes Problem gefunden werden. Dabei geht es weniger um das fertige Produkt an sich. To me, the main success is not really in the functional prototype, but it's in creating this community. It's in really this breaking these barriers behind the word disability. We really force people with different kind of abilities, users, designers, to mingle, to stay together, and there's just no time for prejudice. So this breaks all these barriers and these names to tell us that behind the word disability, there's people who have a role in creating this kind of technology. Dieser Gedanke ist auch in der Mission von Google fest verankert. Googles Mission ist es, die Informationen dieser Welt zu organisieren und sie für alle zugänglich und nutzbar zu machen. Das ist Patrick Schilling, Generative AI Lead bei Google Schweiz. Er selbst kam mit verkürzten Armen und Beinen auf die Welt. Eingeschränkt fühlte er sich deshalb nie. Ja, wir haben, glaube ich, als Familie sehr früh uns entschieden, einen proaktiven Ansatz zu meiner Behinderung zu wählen. Man kann sich sicher auf all die negativen Dinge konzentrieren, die aufgrund von einem Rollstuhl nicht möglich sind. Man kann das Narrativ aber auch umdrehen und sich auf all das fokussieren, was gerade trotz oder aufgrund von einem Rollstuhl möglich ist. Auch bei Google setzt sich Patrick für mehr Inklusion ein.
Technologie spielt natürlich eine sehr große Rolle für Barrierefreiheit. Das Internet war für mich persönlich zum Beispiel ein Gamechanger, weil auf einmal war es möglich, Bücher online zu lesen, die davor vielleicht nur in der Stadtbibliothek zugänglich waren, die man nur über Treppen erreichen konnte. Eines der schönen Beispiele, wie eine Technologie sofort Barrieren abgebaut hat. Gerade künstliche Intelligenz kann entscheidend dazu beitragen, das Leben von Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Auch wenn AI in vielerlei Hinsicht noch am Anfang steht, wird AI für das Thema Barrierefreiheit ein riesen Gamechanger werden. Googles AI übersetzt beispielsweise live in Videomeetings gesprochene Sprache in Text, was für Menschen mit Hörverlust eine viel bessere Teilhabe ermöglicht. Direkt hier in Zürich forschen unsere Kolleginnen und Kollegen von Google DeepMind auch daran, wie man Gebärdensprache über künstliche Intelligenz in Text übersetzen kann. Ein eindrückliches Beispiel, wie KI konkret helfen kann, zeigt auch Nationalrat Islam Aliyei. Der Politiker sitzt aufgrund einer Zerebralparese im Rollstuhl und ist beim Sprechen eingeschränkt. Daher hat er sich einen KI-Avatar geschaffen, der mit seiner Stimme sprechen kann. Doch um das volle Potenzial von Technologie ausschöpfen zu können, muss sie für jeden zugänglich sein. Ja, wenn man, wie ich, von einer Technologie wie beispielsweise einem Rollstuhl, einem Screenreader oder anderes im täglichen Leben abhängig ist, entwickelt man sehr, sehr schnell ein inhärentes Interesse daran, dass Technologien nicht nur für einen statistischen Schnitt funktionieren, sondern wirklich für alle. Und wenn Technologie für alle funktioniert, dann und nur dann schöpft sie ihr volles Potenzial aus. Gemeinsam inklusive Lösungen und Produkte entwickeln, das ist das Ziel von dem von Google neu eröffneten Accessibility Discovery Center, kurz ADC, in Zürich. Mit dem ADC wollen wir in der Schweiz und in Zürich einen Community Space schaffen, in dem Menschen mit und ohne Behinderung zusammenkommen können, um gemeinsam über barrierefreie Technologie zu lernen. So haben wir beispielsweise verschiedene Demostationen ausgestellt, die es einem zeigen, was es heißt, ein Videospiel nur mit den Augen über Eye-Tracking zu steuern. So wollen wir hier im ADC Menschen zusammenbringen und einen Dialog erschaffen, wo man sich gemeinsam überlegt, wie nicht nur die Technologien von heute funktionieren, sondern auch wie die neuen Technologien von morgen aussehen können. Am 16. Mai 2024, dem globalen Tag für Awareness für Barrierefreiheit, wurde das ADC eröffnet. Zahlreiche Gäste aus Politik, Bildung und Wissenschaft, aber auch Vertreterinnen und Vertreter von Behindertenorganisationen, betroffenen Verbänden sowie Inklusionsfachleute aus Unternehmen sind gekommen. Das ADC ist ein ganz, ganz wichtiges Zentrum, weil es eben hilft, dass man Behinderung und auch eben Technologien, die dazu beitragen, Inklusion zu schaffen, erlebbar macht. Solche Zentren können einen wertvollen Beitrag leisten, die Lebensrealitäten von Menschen mit Behinderungen positiv zu beeinflussen. Vorausgesetzt, es findet ein enger Austausch statt mit der Community und die Entwicklungen sind bedarfsgerecht und alltagsnah. Jeder Mensch mit Einschränkung hat seine eigene Geschichte und hat seine ganz individuellen Bedürfnisse. Und wenn die Technologie noch besser auf diese Bedürfnisse eingehen kann, dann haben wir noch eine schöne Zukunft vor uns. Was mir Hoffnung gibt, ist die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Wenn ich wünschen könnte, würde ich mir wünschen, dass die Technologie die Behinderungen von Menschen egalisiert und quasi das Potenzial jedes Menschen entfalten kann. Das ADC nimmt für Luca genau den Spirit auf, den er von seinen Hackathons kennt. Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten zusammen, um Barrieren im Denken und Handeln aufzubrechen. The ADC to me is like a dream come true. I've always dreamed about maker spaces and places where you can really prototype. So the idea of a space where people can come and mingle and play together around the excuse of building technology, it's a true enabler for me. Auch wenn in Sachen Barrierefreiheit noch viel zu tun ist, Patrick ist optimistisch. Trotz aller Hürden, trotz aller Barrieren, die es zweifelsfrei noch gibt, glaube ich, ist heute der beste Zeitpunkt, um mit einer Behinderung jemals am Leben gewesen zu sein.
Technologie ändert zunehmend für die neuen Generationen fundamental das Verständnis davon, was es heißt, mit einer Behinderung zu leben. Und genau da, genau in dem Narrativ, wollen wir mit dem ADC ansetzen. Wie können wir das Leben von den zukünftigen Generationen mit und ohne Behinderung verbessern? Und was bewegte die Schweiz noch in den letzten 20 Jahren? If I look at this graph, looks a little bit different than the one before. The trend is way steeper over less than one year, so might be some very trendy topic. Erfahren Sie in der nächsten Episode von Quer durch die Schweiz, was sich hinter dem Suchtrend verbirgt.